Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, wir haben hier mit Partunax geredet und müssen jetzt entweder mit Esbjörn oder mit Arngeier reden. Ich rede mal mit Arngeier lieber. Aber ich will den Weg nicht ganz zurücklaufen, deswegen porte ich mich ihn hören. Denn, die Klingen, die beiden hier, die sind mir nicht so ganz geheuer, wenn ich ehrlich bin. Deswegen rede ich lieber mit Arngeier. Das klingt mir logischer. Weil der mehr Wissen hat. Nö. Und der ist ja direkt hier vorne. Ihr habt also mit Partunax gesprochen. Jo. Das Drachenblut brennt hell in euch. Hat er euch erzählt, was ihr wissen wolltet? Hat er euch den Drachenfallschrei beigebracht? Nein, aber er hat mir verraten, wo ich es herausfinde. Dann sag ich. Wie ich es herausfinde. Wenn er der Meinung ist, dass ihr das lernen müsst, dann beugen wir uns seiner Weisheit. Brauche die Schriftrolle der Alten. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Wir haben uns nie selbst mit den Schriftrollen beschäftigt. Die Götter selbst würden berechtigterweise davor zurückschrecken, sich an solchen Dingen zu schaffen zu machen. Wo ihr sie finden könnt? Solche Gotteslästerungen gehörten schon immer zum Tagesgeschäft der Magier von Winterfeste. Vielleicht können sie euch etwas über die Schriftrolle der Alten erzählen, die ihr sucht. Möge der Himmel euch leiten. Jo, ich weiß, wo ich hin muss. Zur Winterfeste. Din, 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 din. Bin immer noch da. Sehr schön, sehr schön. Alter, wie das aussieht. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Sowieso nicht. Hall of the Elements. Arcaneum. So, mein Herr, ich habe das Gefühl, du weißt was, was ich wissen will. Ich, Erzmagier hin oder her, bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Kein Problem. Hier ist das Buch, was das ihr gesucht habt. Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Danke. Kein Problem. Seid ihr mit der Übersetzung von Charlie Doors Werk vorangekommen? Wir konnten den letzten Text entschlüsseln, den ihr uns brachtet. Ich hielt es für das Mindeste, dieses Wissen an euch weiterzugeben. Danke. So ein Drei hinzufügen, alles klar. Ach übrigens, ich suche die Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Natürlich will ich das. Habt ihr nun eine? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Und was ist mit dem Drachenblut? Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Mhm.
Hände zwischen Wissen sein jetzt? Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet. Ich habe sogar schon alles gesehen, außer das und Olaf und der Drache. Die beiden kaufe ich aber mal. Aber ich könnte auch wieder was verkaufen, ne? Aber mache ich mal später nicht, dass ich das, was ich gerade gekauft habe, wieder verkaufe. Jo. Gibt es Akademie-Angelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Es gibt noch mehr Bücher, die gerettet und im Arkaneum untergebracht werden müssen. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Lasst euch nicht umbringen. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Erzählt mir mehr über diese Schriftfreunde, Alten. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Oh, als Preis wofür? Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten, ganz besonders die Unwahrheiten. Wer hat die Schriftrollen der Alten geschrieben? Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Also gut, habt ihr denn eine, die mir nutzen könnte? Ha. Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen bewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Habt ihr wenigstens Informationen über sie? Natürlich. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Toll, jetzt muss das Ganze mal. Was wollt ihr damit tun? Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis. Ha. Und ihr glaubt wirklich, sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Ich muss eine finden und ich habe gehört, dass ihr mir helfen könnt. Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat. Aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Kämpft wacker. Was ergibt mir das jetzt auch so? Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus.
Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Finde Septimus Cygnus. Okay. Ich bin mal gespannt. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen verschont. Vielleicht aber auch nicht. Alles klar. Da oben ist das. Wollte mal kurz dahin und dann gucke ich mal, ob ich dann irgendwie links runtergehen kann. Yeah. Oh. Ah, greetings. I've got a letter for you. That was the last one. Think I'll go grab a pint now. Ja, lese den Brief eben nochmal kurz. Brief von Malten. Sir Kane, die Verbreitung ist getroffen. Komm schnell, Malten. Ah, später. Ich hab erstmal eine andere Quest zu tun, Alter. Was wollt ihr denn von mir? Weg. Darf ich die Winterfest sein? Also die Akademie meine ich? Der greift die Akademie an, scheiße, bis dann. Der macht schon ein bisschen Damage, Typ. Feuerresistenz. Ältere Drache. Ich brenne. Ich hab dir bisher noch gar keinen Schaden gemacht. Verarscht mich doch, der Drache. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Das ist ein Arsch. Komm nur jetzt her, ey. Dämlicher Drache. Jetzt geht er hin wieder, ein bisschen verarschen, ey.
der Typ jetzt? Der steht hier oben irgendwo. Moin. Ich hoffe. Alter, der hat ganz schön Damage gemacht, der Arsch. Er war schon stark. Oh, eben erst Schild der Blitzverminderung. Nice. Oh, das ist alles nix. Ah, ich habe sogar den Kurier. Yes. No. Bin immer noch da. Okay. Da oben wollte ich eigentlich hin. Vielleicht kannst du ja jetzt eigentlich machen. Muss irgendwie da runterkommen. Irgendwie. Glaube ich dir richtig. Oder auch nicht. Nee. Oder doch. Gehe also jetzt erstmal dahin und dann mache ich den hier. Eventuell. Das wird aber, denke ich, die letzte Folge sein für diese Aufnahmesession. Stunden aufnehmen reicht erstmal. Hi. Ich höre, komm mal rauf. Oh ja, komm. Hawker. Moin Hawker. Wenn ihr durchreise, ich will euch nichts tun. Da vorne scheint es zu sein.
hätte mir Signus ausgepasst. Da es trotzdem eine Höhle ist, bin ich trotzdem vorsichtig. Das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit den Schriftrollen der Alten auskennt. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davon gemacht. Das glauben sie zumindest. Mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Und wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus, Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen, oder nicht? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Ja, von mir aus. Was wollt ihr? Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch, doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Okay. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Ich kenne auch das Schwarze erst von Skyrim. Wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von Sarg, Alfdant. Ist der Rapper, oder was? Des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Danke, mein Schlüssel, Herr. Wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine Kante, ein Rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dreamer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall. Für die Dreamer eine ganze Bibliothek des Wissens. Leider leer. Jo. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Alles klar. Finde heraus, bla bla bla. Überschreibe das Lexikon, bringe die Schriftrolle in deinen Besitz.
Misst euch das, würde ich sagen. Bin immer noch da. Schon alle stehen hier, ne? Naja. Dann machen wir das hier mal. Gletscher, Gletscher. In diesem Gletscher. Okay, wo muss ich denn ganz hin? Überhaupt. Da muss ich hin. In der Nähe ist der Totenschrein. Ja, geil. Passt doch. Hier ist ein neuer Fürstentümer, wird von einem Jahr regiert. Die Jahre sind größtenteils unabhängig, aber sie schwören dem Großkönig von Himmelsrand ihre Treue. Bin immer noch da. Okay, dann gehen wir da mal hin und gucken. Am Lied von Arkai. Na gut, lass das mal da, sieht aus wie eine Opfergabe. Alftand entdeckt. War ich hier nicht schon mal? Das ist eine Anforderung. Also hier war ich schon bestimmt schon mal, aber ich glaube, ich bin da nicht reingekommen, ne? Oder so. Eisruin von Alftand. Ich bin gespannt. Auf geht's, Altokata. Altokata. Sullas Buch. Tagebuch. In der Richtung geht's gar nicht weiter. Irgendwas ist hier passiert. Überall liegt Blut und so. Mega krass. Das waren alles Falmer. Ich weiß, dass ihr es für euch haben wollt, Cesar. Ihr wollt es immer ganz für euch alleine haben. Nein. Okay, ich höre da Leute. Die mich angreifen, weiß ich allerdings nicht. Sind auf jeden Fall Khajiit. Wasser. Jede Menge Wasser. Sieht schon krass aus hier unten. Und Wemattack. Gegen Wemer-Sachen muss wahrscheinlich auch der kämpfen noch. Da einmal rum.
Na gut, Dreamer-Technologie hat ja auch keine Ausdauer. Ist ja nichts Menschliches. Wo geht's denn da jetzt noch lang? Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt einen anderen Weg nehme, der woanders hinführt, aber irgendwie scheint er richtig zu sein. Oder was? Aber wie es hier weitergeht, sehen wir in dieser Folge. Also dann, tschüss.